Mach ich mal einen Quest fertig. Ja, jetzt nehmen wir die Quest hier. Na du. Ah, das ist die South Quest. Ja, es wird schlecht. Und ja. Und jetzt? Und jetzt, Geldbrief an Fatty Bletch. Okay, gehen wir mal zu Fatty Bletch. Man ist müde gestern Abend. Will ins Bett, geht ins Bett. Schläft gut. Am Morgen ist man noch müde. Oh je. Das schüchtert mich nicht ein. Müdigkeit ist was Menschliches. Ich gehe jetzt nicht mehr ins Bett. Fertig. Oh, wo willst du mich jetzt hinführen? Vakuum. Oh, gehen wir noch zum Vakuumweg. Gang. Hat sie einen Bogen? Ich brauche einen besseren Bogen. Ja, ja, am Arsch. Okay. Wir gehen ins Waffengang. Unaussprechliche Namen in Rücken. Der Übergang, der Untergang. Sveo. Und hier müssen wir bissige Darkfang töten. Die waren doch hier vorne, ey. Ja, aber wo? Rädchen sind hier. Nein, wir haben keine. Da sind sie. Schon besser. Ja, toll, man muss Codespoken haben. Es steht nicht mal da. Ich hab mich verskillt. Ich hab mich verskillt. So. Nächste Quest, bitte.
Jetzt müssen wir auch noch große Albino-Bären töten. Das sind aber riesige. Ja, dann mach mal die Waffe weg. Ja, einen. Wow, einen. Steige ich jetzt nicht schon wieder ab. So, absteigen. Dankeschön. Oh. Oh, diese Schuss wieder rein. Oh, nicht mehr abbrechen kann man's. Ja klar. Ich treffe wieder mal gar nichts. Steht da irgendwas von Trefferchance? Treffer wahrscheinlich 122, oh, das ist nicht Prozent. Schon irgendwie komisch. Und wieso schreibt mir das nicht in Prozent? Die Entwickler sind irgendwie furzdumm. Knapp, aber wir haben es geschafft. So, hoch. Oh, jetzt müssen wir noch Frettchen töten. Ich glaub's ja nicht. Langweilig. Es ist langweilig. Schlafe mal. So. Ja, allergisch. Oh. Sogar heil dich mal ein bisschen besser. Die Charaktere brauchen einfach Heilmöglichkeiten. So ist das extrem langweilig. So, wir brauchen die Frettchen. Ein Frettchen haben wir gesehen, wo sind die anderen? Da schon mal nicht. Da kommt es dann zu den Ruinen. Irgendwo, irgendwann finden wir die.
Ja, ich wollte heute RuneScape aufnehmen, aber natürlich bin ich kein Mitglied. Wieso? Das war doch immer so, dass man einen Monat Mitglied ist. Aber nein, sie haben es rausgenommen, weil sie noch mehr Geld verdienen wollen. Aber das wird in den Bach runtergeht. Sie haben schon eingebaut, dass man zahlen muss. Also noch extra zahlen muss für Items und so. Salomons Laden da. Und jetzt machen sie auch, dass man nicht mal mehr Mitglied ist für einen Monat, um es zu testen. Die Entwickler werden immer geiziger. Jeder Entwickler eigentlich fast. Und die kostenlose Spiele machen, die machen den Itemshop so extrem teuer. 15 € für ein Pferd ausgeben. Für ein Pferd? Was denkt ihr, wie wenig Megabyte das sind? Im Vergleich zum gesamten Spiel. Und solche Spiele bekommt man 15 €. Also man bekommt ganze Spiele. Und die meinen, man kann einfach mal 15 € für ein Pferd ausgeben. Das ist übertrieben. Oder bei Path of Exile auch. Für so ein bisschen Schmuck 5 bis 10 € ausgeben, das ist extrem. Ein kleines Schmuck, eine Krone oder so, etwas so teuer zu machen. Das würden alle Geld scheißen können. Mir reicht's, wenn das Angela Merkel und so kann. Wirklich kein Geld scheißen. Ich will noch Ziele haben, ich will sie nicht erkaufen. Das ist das gleiche wie bei vielen Spielen, wie zum Beispiel Path of Exile auch. Die Spiele kaufen nur noch ihre Items, sie finden es nicht mehr selber. Sie wollen es gar nicht mehr finden. Sie wollen nur Level 99 werden und so gute Items wie möglich haben. Kaufen alle Items. Das ist übertrieben und das ist gar kein Spiel mehr. Das ist Sucht, das ist extreme Sucht. Hab-Woll-Sucht. Das ist ja eines der Todessünde. Eigentlich müssten wir 90% aller Menschen umbringen. Oder in die Hölle schicken, dass es so weitergeht. Nein, so viel nicht, aber es sind schon extrem viele. Leider eben die Gamer meisten. Ja. Oder die Badewannen wollen, wie Tibbatz von Elst. Für 2 Millionen. Und dann mal eben sein Kloster mal zu einer Prunkbude umändern. Ja, die Christen genehmigen das schon und dann voll eins auf die Fresse bekommen. Oh je. Das ist das Schlimme. Sieht der Mensch Geld, wird er immer süchtiger. Viele Menschen können sich einfach nicht beherrschen und ja. Ich hoffe, ihr gehört nicht dazu. Ihr müsst einfach noch Ziele haben. Ihr müsst noch etwas haben, das ihr nicht kaufen könnt. Oder lange dafür sparen muss und so. Nicht so extrem. Aber soll man machen. Und je mehr ihr eigentlich so schnell kauft, desto mehr Werbung wird auch überall geben. Die Menschen machen Werbung nicht, um Geld zu verdienen und das Zeugs gut zu verkaufen. Die machen das, damit sie halt einfach, ja,